Hallöchen, Puppöchen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Meine Güte. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind gerade in meinem neuen Zuhause und ich kann es nicht glauben. Leute, ich habe, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe, geweint. Freude, weil ich so lange auf der Suche war und jetzt habe ich was gefunden und es ist einfach perfekt. Dann zeig uns doch mal dein Zuhause. Nichts lieber als das. Wir starten direkt in diesen sexy Raum hier. Das ist das größte Schlafzimmer und das gehört natürlich meinem Prinzen. Das wird deren gemeinsames Zimmer, weil die eh bei mir schlafen. Anscheinend wird das wahrscheinlich das Spielzimmer. Nein, aber das wird deren Zimmer. Heute düsen wir auch direkt los. Das ist halt richtig. Dann düsen wir auch schon direkt los mit zwei Freunden von mir. Wir gehen nämlich zu Ikea und besorgen ein Auto heute für Leonardo. Noch 10 Minuten Zeit, um die Sachen zu holen. Paula, wir haben noch 4 Minuten. Ich wollte doch nur ein Wort. Dieses Video kommt aber in einem anderen Vlog nächste Woche. Aber du Bescheid hast. Dann, was ich richtig gut finde, ist, dass ich ein Gäste-WC habe. Denn ich habe ja auch männliche Freunde. Und ich weiß, dass sie natürlich immer bei mir auf Toilette gehen. Und ehrlich gesagt, ich brauche nicht weiter darüber zu reden. Grüße gehen raus an Valentino. Das ist dann dein Ball. Da haben wir das Hauptbadezimmer. Das ist richtig groß mit Dusche und Badewanne. Ich bin ja eher ein Mensch, der duscht, deswegen bin ich richtig happy über die Dusche. Aber für die Jungs ist natürlich die Badewanne am besten. Mein Gott, das ist einfach mein Zuhause, ich glaube. Das Office ist gleich anfangs frei im Westen. Vor allem das Verrückte ist an dieser Wohnung, dass ich seit langem das erste Mal wieder so ein Zuhausegefühl habe. Und das macht einen. Sorry, dass ich gerade Jonas angucke, aber ich will es ihm irgendwie so toll erzählen. Ja. Es macht halt was mit mir gerade extrem. So, ich habe mich die ganze Zeit so zuhauslos gefühlt, verloren gefühlt. Kein Boden mehr unter den Füßen. Und jetzt gerade, als ich unterschrieben habe, ist mir so ein Druck abgefallen. Ich habe so viel vor Freude geweint und dachte mir, okay, jetzt ist der Punkt, wo es bergauf wieder geht. Ich weiß, klingt bescheuert und kitschig. Komm, zeig mal, wie weit es wurde mir. Paola, wie kommt es denn, dass du jetzt nach Deutschland gezogen bist? Wolltest du nicht auf Madeira bleiben? Ja, das war ja der Plan eigentlich, dass Sascha und ich Nachbarn werden, damit es für die Jungs einfacher ist. Dann haben Cosi und ich ganz, ganz lange darüber gesprochen, was es mit uns aber macht. Und er meinte, es ergibt gar keinen Sinn, dass ich jetzt noch ein Jahr oder länger auf Madeira bleibe, obwohl ich dort unglaublich unglücklich bin. Dass er dann gesagt hat, okay, geh du mit den Kindern wieder zurück nach Deutschland. Du brauchst deine Familie, du musst ankommen. Du musst halt wieder zu dir selbst finden. Und das kann ich halt immer am besten mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Deshalb haben wir gesagt, okay, ich ziehe wieder zurück nach Deutschland mit den Kids. Und er bleibt auf Madeira, weil er fühlt sich dort auch pudelwohl und er ist dort happy. Deshalb haben wir das jetzt so gemacht. Und das, Freunde, ist mein Schlafzimmer. Ist das verrückt eigentlich? Ich bin mit 19 zu Sascha gezogen. Sprich, das ist meine erste eigene Wohnung. Ist das nicht verrückt? So mit fast Ende 20, aber natürlich Anfang 20. Ist das einfach meine erste eigene Wohnung? Crazy. So, wo kommen wir jetzt als nächstes hin? Ins Wohnzimmer, wo ganz viel Action stattfinden wird. Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Ich freue mich am meisten, dass die Bude immer voll sein wird. Ich freue mich da so sehr drauf. Ich weiß, meine Mom wird und meine Schwester werden immer hier sein, genauso wie Rainy. Und das ist natürlich auch für die Kinder ganz geil. Aber auch meine Freunde werden ständig hier sein. Hier wird einfach immer was los sein. Und das ist genau das, was ich brauche und was ich liebe. Ich liebe es, meinen Liebsten um mich herum zu haben. Ich liebe es, dann mit denen zu kochen, zu chillen, zu essen, Quatsch zu machen. Und das ist einfach der perfekte Raum dafür. Hier wird ein großer Esstisch hinkommen, wird alle Platz haben. Dann werden wir hier eine super süße Sitzecke haben. Wie ich es genau einrichte, ist noch so in der Schwebe. Aber den Prozess nehme ich euch auf jeden Fall mit. Das hier ist übrigens... Was? Ja. Was ist das? Das ist mein Bett. Gestern mein Hausschlüssel bekommen. Ich habe gesagt, dass ich heute die erste Nacht in meiner Wohnung schlafen möchte. Ich bringe die Kids zu Hause bei Mama dann schlafen, fahre dann hier hin und die erste Nacht hier schlafen. Und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight, die Küche. Ihr wisst ja, Thermomix Kochprofi Paula Maria ist die Küche ganz wichtig immer, obwohl ich eine nicht so super Köchin bin, ist mir die Küche immer am wichtigsten. Wir ignorieren jetzt, dass da Süßigkeiten und so liegen und ein paar andere Sachen und Getränke. Aber das hier ist meine Küche. Und die ist wunderschön und die ist so krass ausgestattet. Ich meine, guckt euch mal diesen Herd an.
Ich weiß nicht mehr, wie der funktioniert. Hier kommt eine Kaffeemaschine hin. Ich trinke nicht mal Kaffee für meine Liebsten. Und hier, liebe Freunde, kommt dann Karamellsoße, Vanillesoße, White Chocolate. Also ich würde hier alles voll machen, damit ich den ultimativen Kaffee für alle machen kann. Einmal im Monat für mich. Und jetzt drehen wir uns einmal. Das passt auf. Jetzt zeige ich Ihnen noch etwas, was mir richtig gut gefällt. Hier haben wir so eine kleine Abstellkammer. Und hier werden Regale reinkommen. Und ihr kennt doch alle diese sexy Küchenorganisation, wo alles so in so Kästen und in so Glasdinger und alles beschriftet ist. Ja, Freunde, das wird in diesem Zuhause stattfinden. Und auch da nehme ich euch mit. Ich muss es erstmal noch hinkriegen, alles finden und dann machen wir das. Ich würde euch den Außenbereich nicht zeigen. Und natürlich ist mir die Privatsphäre super, super wichtig, da meine Kleinen mit mir hier wohnen. Auf jeden Fall ist ein wunderschöner Balkon. Den kann man nämlich mit so Glasscheiben zumachen und dann hat man einen Wintergarten. Also man kann sowohl im Winter dort sitzen, als auch im Sommer. Habe ich schon gut erklärt. Das ist schon sehr, sehr geil. Sehr nice, ne? Ja, kam es denn, dass du so lange keine Videos gepostet hast? Ändert sich das? Ja, das ändert sich jetzt wieder. Die letzten Wochen waren halt super anstrengend. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich gehe ja mit dieser ganzen Trennungsgeschichte halt anders um. Ich verarbeite das alles so im Privaten und dann noch mit zwei kleinen Kindern in Deutschland, ohne Zuhause, ohne Routine und so viele Dinge, worum man sich kümmern muss, so viele Dinge, die noch einmal derer erledigt werden müssen. Das war mir zu viel und natürlich möchte ich euch ein gutes Bild geben, aber ich weiß, wenn ich merke, okay, ich kann es nicht, dann schalte ich auch nicht die Kamera ein. Ich teile gerne Dinge mit euch, aber es gibt für mich auch Grenzen. Genauso wie meine Kids, die werden natürlich jetzt immer um mich herumschwirbeln und rumrennen, aber sie werden nie der Fokus hier auf Social Media sein. Und ich weiß, dass es leider da draußen Leute gibt, die denken, wenn man Kinder nicht auf Social Media sieht, dass man sich nicht um sie kümmert. Und das ist absoluter Bullshit, denn die letzten Wochen war mein Fokus ja auf die und das Ganze war für mich einfach zweitrangig. Deshalb, sorry nochmal für diese ganze Pause, aber jetzt merkt ihr ja, ich komme an. Ich komme einfach an. Ah, okay, wir müssen uns jetzt wieder sammeln. Das war mein Zuhause. Ich werde gleich abgeholt und dann starten wir direkt mit dem nächsten Vlog für nächste Woche, denn ich werde meinen Freunden die Müllbewegung unsicher machen. Beziehungsweise, ich werde sie unsicher machen und die haben gar keinen Bock drauf, aber da müssen sie halt durch.